Ja, okay. Gut, ich fange jetzt an zu drehen. Bis dann. Ciao. Heute soll es mal wieder um eine Buchempfehlung gehen. Und zwar geht es heute um dieses Buch hier, Auf immer gejagt. Das ist der erste Teil der Königreich der Wälder von Erin Summerill. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir erstmal ganz kurz wie immer mit dem Eckdaten. Dieses Buch ist im Carlsen Verlag erschienen. Es ist ein Jugend-Fantasy-Buch und kostet 19,99 €. Ich habe dieses Buch auch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an den Verlag. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ja, beginnen wir als allererstes wie immer mit dem Inhalt. In diesem Buch geht es um Tessa. Und Tessa lebt in ihrer Heimat Brenton in dem Königreich Malam. Und dort wird sie von klein auf wie eine Fremde und Aussätzige behandelt, denn ihre Mutter stammt aus Sherdan, dem Nachbarkönigreich, und die beiden Königreiche befinden sich seit einigen Jahren im Krieg. Tessas Mutter ist auch schon gestorben, als sie noch sehr, sehr klein war. Und der Vater von Tessa ist der Fährtenleser des Königs, was ihm eine Sonderstellung einräumt, weswegen man Tessa bisher immer geduldet hat, auch wenn sie halt von klein auf das zu spüren bekommen hat, dass sie quasi halb Sherdanerin ist und halt wie eine Aussätzige behandelt wurde. Nun ist es so, dass ihr Vater hinterrücks ermordet wurde, und es stellt sich heraus, dass der Mörder ihres Vaters ihr allerbester Freund Cohen ist. Tessa weiß nicht so recht, wie sie mit dem Verrat umgehen soll und schwört Rache. Und so begibt sie sich mit der Hilfe des Königs von Malam auf die Suche nach Cohen, um ihren Vater zu rächen. Das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten, denn ich möchte diese Geschichte absolut nicht zu viel vorwegnehmen. Diese Geschichte war einfach unglaublich gut. Hier tun sich noch Abgründe auf, hier tun sich Plot-Twists auf, die mir ultra gut gefallen haben in diesem Buch. Und ja, zur Handlung kann ich nur sagen, dass die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Wie gesagt, mir haben die Wendungen gut gefallen. Mir haben die Charaktere, die in diesem Buch, je weiter es fortschreitet, dann noch mit drin vorkommen, sehr, sehr gut gefallen. Mir haben die Intrigen gut gefallen, die in diesem Buch gesponnen wurden. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es mit dem Königreich der Wälder weitergeht, und freue mich schon wahnsinnig toll auf den zweiten Teil. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich die Charaktere absolut genial fand. Ich fand Tessa als Protagonistin in diesem Buch unglaublich gut. Sie hat eine Stärke in sich und auch eine Verletzlichkeit, die absolut gut rübergekommen ist. Man konnte sich in sie super gut hineinversetzen. Man konnte sofort mit ihr fühlen. Also von Anfang an, von der ersten Seite an, war ich bei Tessa und habe mir gedacht so, ach du Scheiße, das arme Mädchen. Und also wie gesagt, ich hatte von Anfang an Mitgefühl mit ihr und konnte mich in ihre Lage auch absolut gut hineinversetzen. Und ja, was soll ich sagen? Protagonistin 1A, die Nebencharaktere in diesem Buch, Cohen oder auch der König und die Wächter des Königs und dann noch die ganzen anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch mit drin vorkommen, auch hier möchte ich nicht zu viel verraten, haben mir auch alle sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich fand die Intrigen, die in diesem Buch drin vorkamen, sehr, sehr gut. Einige Intrigen waren recht offensichtlich, was ich jetzt aber absolut nicht schlimm fand. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen und Tessa auf ihre Reise zu begleiten. Und ja, zu den Nebencharakteren kann ich auch nur sagen, dass sie mir ultra gut gefallen haben. Ich fand gerade Cohen als Nebencharakter war sehr, sehr gut und sehr, sehr gut ausgearbeitet. Man konnte sich gut in seine Lage hineinversetzen. Man konnte gut verstehen, wieso, weshalb, warum er manche Dinge gemacht hat. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch von den Charakteren her. Zum Setting kann ich nur sagen, dass wir uns hier in einer High-Fantasy-Welt befinden. Das heißt, es ist eine mittelalterliche Welt, die mit unserer absolut nichts zu tun hat. Ich kam mit dem Worldbuilding absolut super gut zurecht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, in diese Welt einzutauchen. Wie gesagt, ich hatte damit absolut keine Probleme. Ich konnte mir die Welt vorstellen, ich konnte mir die Größe der Welt vorstellen, ich konnte mir die Völker vorstellen, ich konnte mir die Häuser, die Schlösser, alles, was in dieser Welt drin vorkam, konnte ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Und ich hatte absolut total tolles Kopfkino beim Lesen, und ich habe dieses Buch dadurch auch sehr, sehr schnell gelesen. Ich war innerhalb von 2 Tagen mit dieser Geschichte fertig, was mich auch nicht gewundert hat, und ich war am Ende so, oh mein Gott, es war jetzt kein extrem fieser Cliffhanger am Ende von dem Buch, nur so, oh oh. Das war so mein Empfinden, wo ich das Buch beendet hatte, so wirklich nur, einfach nur, oh oh. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. Zum Schreibstil von Erin Summerill kann ich nur sagen, dass wir hier einen locker leichten Jugendbuch-Schreibstil haben. Man fliegt nur so durch die Seiten, also es ist schon ein richtiger Page-Turner für mich gewesen, dieses Buch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Tessa auf ihre Reise dazu begleiten und herauszufinden, was sie dann halt alles herausgefunden hat. Und
Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, wer Bock auf ein richtig tolles Jugendheil-Fantasy-Buch hat, sollte sich auf Immer gejagt auf jeden Fall angucken. Es lohnt sich und es ist, wie gesagt, ein ganz, ganz toller Auftakt für diese Reihe und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und in was für eine Richtung sich das Ganze noch entwickeln wird. Und ja, wenn ihr Lust habt auf so eine Geschichte, schaut sie euch auf jeden Fall an. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es sind tolle Charaktere, es ist eine tolle Welt, in der das spielt und es ist eine absolut tolle Story, die in diesem Buch drin vorkommt. Und es ist natürlich auch etwas kitschig und klischeehaft und ja, mein Gott, welches Jugendbuch ist das nicht? Aber ich mag sowas total gerne und ich mochte die Geschichte. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Lesen und ja. Wer Lust, wie gesagt, auf eine Jugendheil-Fantasy-Geschichte hat, sollte sich auf Immer gejagt von Aaron Summerill auf jeden Fall mal mit an. Das war meine Buchempfehlung zu Auf Immer gejagt. Wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.